Moin. Herzlich willkommen bei diesem Video. Heute bin ich im Winterwald unterwegs und ich bin nicht alleine. Der Eike ist heute noch mit mir da. Servus. Den kennt ihr ja vielleicht aus dem ein oder anderen Video von mir. Und wir schlagen uns hier gerade mitten durch den verschneiten Wald. Wir haben hier 30 cm Schnee, ja, knapp minus 8 Grad. Und ja, heute werden wir einen schönen Tag hier verbringen. Wir werden jetzt gleich einen Tarp aufbauen, wir werden ein bisschen was köcheln. Ja, wenn ihr Bock habt, uns hier auf unserer kleinen Winter-Wildnis-Wanderung zu begleiten, dann kommt einfach mit. Wir sind jetzt hier schon an unserem Ziel angekommen, und zwar an diesem Stein, an dieser Felsformation, die ihr hier im Hintergrund sehen könnt. Ja, die liegt wirklich sehr, sehr versteckt hier im Wald. Also hier verirrt sich wirklich nur selten ein Wanderer hin. Ja, und deswegen haben wir diesen Ort eben heute auch ausgesucht, um hier ein kleines Lager aufzuschlagen, ja, ein bisschen was zu köcheln. Aber erstmal schauen wir uns jetzt kurz diesen Stein zusammen an. Also es ist wirklich, man will es nicht glauben, dass ich hier so eine wirklich absolut interessante Steinformation hier, ja, mitten in einem mittelhessischen Wald befindet. Also das ist wirklich schon sehr, sehr imposant, dieses Teil. Und gerade im Winter hat das halt wirklich was. Ja, das war früher mal ein Truppenübungsplatz. Und deswegen ist das hier auch wirklich, ja, noch relativ, ja, von Wanderern etc. verschont geblieben, sage ich jetzt einfach mal. Und aus diesem Grunde komme ich wirklich ganz gerne hierher. Ja, schaut euch hier dieses Teil an. Also das ist schon wirklich sehr, sehr imposant. Und das Ganze war eben auch früher in vorchristlichen Zeiten ein Kult- und Opferplatz. Ja, und hier rundherum, man sieht es jetzt schlecht durch den Schnee, der auch überall noch diese kleineren Felsbrocken liegen. Also es ist wie so ein, ja, wie so ein kleines Felsenmeer quasi hier rundherum. Ja, so eine wirklich sehr, sehr beeindruckende Kulisse, wie ich finde. Ja, und ihr hört auch schon, es ist echt anstrengend hier im Tiefschnee zu laufen. Also knapp 30 cm werden wir hier haben. Ja, alles klar, dann würde ich sagen, auf geht's zum Lageraufbau. Unser Tarp steht jetzt soweit. Ja, der Eike ist hier noch fleißig am Holz machen. Wie sieht's aus? Bist du guter Dinge noch? Immer. Gut. Das ist ja bekannt. Das freut mich zu hören. Das macht er echt gut, oder? Was meint ihr? Schreibt's in die Kommentare. Das ist schon mal unsere Ausbeute hier. Mal gucken, wie lange es reichen wird. So sieht die Tarpaufbauvariante aus, für die ich mich jetzt hier entschieden habe. Und ich kann euch sagen, ja, es ist gar nicht so leicht gewesen, ja, hier die Heringe hier in den Boden zu kriegen. Also der ist wirklich richtig, richtig krass gefroren hier. Ja, so ganz rein keine Chance. Keine Chance. Gerade hier die Aluheringe von der Bundeswehr, also die sind richtig gut, gar keine Frage. Aber wenn ihr da zu hart drauf kloppt, mit einer Axt oder mit einem Schlagholz oder irgendwas, dann werden die natürlich krumm hier im gefrorenen Boden. Aber es geht, der Tarp steht soweit. Ja, wir fangen jetzt an, unsere kleine Inneneinrichtung hier zu machen. Ziegenfell rein etc. Und dann wird geköchelt. Ja, es wird was sehr, sehr Leckeres geben. Was genau das sein wird, das seht ihr gleich. Ja, wir haben es jetzt tatsächlich geschafft. Wir sitzen jetzt unterm Tarp und haben gerade angefangen zu schnippeln.
Es ist, jetzt dreht sich meine Uhr wieder hier, es ist 20 nach 4. Das bedeutet, wir haben jetzt vielleicht noch eine Stunde, dass wir ein bisschen was sehen können hier. Also die Sonne geht jetzt schon langsam unter und gibt auf jeden Fall wieder Abendessen anstatt Mittagessen. Richtig, richtig. Aber ihr wisst ja, Leben in der Lage und so. Ne? Richtig. Und ja, nachher wird es noch mal spannend werden. Also wir sind vorneweg hier noch 2,5 Stunden zu Gange wahrscheinlich. Und dann müssen wir uns hier im Dunkeln aus dem Wald hier rauskämpfen. Also wir sind hier komplett abseits der Wege. Ne? Das wird spaßig werden. Also es wird sich auf jeden Fall lohnen, dran zu bleiben. Aber jetzt wird erstmal das große Geheimnis gelüftet. Es gibt nämlich jetzt gleich eine wunderschöne Pizzasuppe. Ja, der Eike hat schon angefangen, hier die Zwiebeln zu schneiden. Und hier schon Paprika in unserem tollen Aluminiumtopf. Mal gucken, wie er sich schlägt. Ja, das werden wir uns jetzt gleich zubereiten. Ultraleit. Und werden uns das schmecken lassen, oder? Ja. Was meinst du? Absolut. Bist du hungrig? Immer. Solltest du wissen. Ja, ja, weiß ich mittlerweile. Ja, also für diejenigen von euch, die das Video noch nicht kennen oder die Videos, wir waren ja zusammen in Schweden gewesen letztes Jahr im Sommer. Falls ihr Bock habt, schaut da gerne mal rein. Ich verlinke euch das hier. Wir waren da 8 Tage lang gefangen auf einer Insel, quasi eher so unfreiwillig, sage ich jetzt mal. Aber, oder ja. Was meinst du? Ja, also freiwillig, unfreiwillig, sagen wir ja. Es so. Also wir wollten die Insel... Nur gefangen, das war unfreiwillig. Richtig. Naja, schaut gerne mal rein, dann könnt ihr euch die Odyssee gerne mal anschauen. Also es lohnt sich auf jeden Fall. Ja. Gut, wir werden jetzt hier erstmal ein bisschen weiter köcheln. Und sobald hier ein bisschen was im Topf ist, seid ihr natürlich dabei. Also bis gleich. So, also heute bin ich auf jeden Fall wieder Team Feuerzeug und Team Brandbeschleuniger. Weil bei der Kälte... Also wir haben es jetzt knapp minus 6 Grad. Da merkt man das natürlich schon, dass das Feuer wesentlich langsamer angeht als bei Plusgraden oder bei minus 1, 2 Grad oder so. Deswegen nehmen wir jetzt hier einfach so einen Esbitstein zur Hilfe. Aber die sind wirklich gut, diese Dinger. Das ist nicht der originale Esbitstein. Der ist von... Army Flam nennt sich das Zeugs hier. Und die brennen wirklich richtig, richtig gut, muss ich sagen. Ja, die hatte ich schon mal getestet. Ja, der Eike hat hier ein paar dünne Federsticks gemacht. Schauen wir mal, ob wir damit das Feuer ankriegen. Ja. Das Holz ist halt schon ein bisschen nass. Aber müsste eigentlich funktionieren. Bin guter Dinge, bis jetzt hat es eigentlich immer geklappt, dass wir hier ein kleines Feuer angekriegt haben. Und zur Not habe ich ja auch noch den hier eine Dosenkerze dabei. Und die brennen ja auch wirklich richtig, richtig lange. Und von daher sollte es kein Problem sein. Ja, wir haben es tatsächlich geschafft. Feuer ist an. Brennt ganz gut, wie ihr seht. Und jetzt geht's los mit der Pizzasuppe. Oh ja. Jetzt braten wir uns erstmal ein paar gefrorene Zwiebeln an hier im Trangia. Ah, die sind wirklich gut festgefroren schon. Ja. Hoppala. So, als nächstes kommt dann schön frisches. Gemischtes, gehacktes vom Metzger dabei, schön frisch geholt. Tiefgefroren. Richtig, da kannst du jetzt, glaube ich. Nein. Naja, fast. Ein bisschen noch, dann hätten wir jetzt mit dem Hack die Heringe reinschlagen können, glaube ich. Naja, also es ist schon echt ganz schön kühl hier, muss man ganz ehrlich so sagen. Aber nichtsdestotrotz, trotzdem eine sehr, sehr schöne Atmosphäre hier im Wald. Ja. Wir haben ein kleines Buschboxfeuerchen an, wir brutzeln uns was. Also sind wir glücklich, oder? Wir sind glücklich. Sehr gut. So, wir haben jetzt gerade schön das Hack angebraten und die Zwiebeln. Und als nächstes
kommt hier so eine halbe Packung, so 250, 200 Milliliter passierte Tomaten rein. Ja, das passt. Das rühren wir jetzt schön unter und als nächstes kommen dann da hinten noch die Paprika drauf. Auch dann wird es wieder gerührt und dann geht es mit Pilzen weiter. Dann kommt noch Frischkäse rein und es wird ein sehr, sehr schmackhaftes Süppchen. Ja, wir haben jetzt den Topf direkt auf dem Drangia stehen, gar nicht auf der Buschbox, weil der doch wirklich sehr, sehr gut Feuer macht, auch bei der Kälte. Hat zwar ein bisschen gedauert, bis der Spiritus an war, aber wir nutzen jetzt den erstmal. Ich habe nicht viel dabei, aber solange es brennt, brennt es. Ja, würde ich sagen, machen wir jetzt als nächstes Creme Fraiche dabei. Aha, komplett? Ach nee, Creme Fraiche. Und was meinst du? Creme Fraiche, ist okay. Nee, sieht doch gut aus. Eike kämpft mit dem Brühwürfel. Ja. Ah, herrlich. Ich sehe, wir haben hier einen Zentimeter auf einen Zentimeter auf einen Zentimeter. Und dann halb. Durchbeißen. Ja, und den Rest lutschen. Richtig. Unser Süppchen kocht jetzt mittlerweile schon richtig schön. Hier, guckt euch das an. Bei der Kälte richtig, richtig klasse. Da freut man sich umso mehr drauf, gleich ein schönes, heißes Süppchen genießen zu können. Oh ja. Oder? Das wird geil. Definitiv wird das geil. Da, schaut euch das an. Traumhaft. Ja, hier hinten wollte ich euch kurz noch was zeigen. Ganz wichtig, ja, wenn ihr hier solche Unternehmungen macht, baut euch auf jeden Fall hier irgendwas, wo ihr eure Rucksäcke dranhängt oder so. Weil das ist wirklich Gold wert. Na, dass ihr die Rucksäcke hier nicht im Dreck bzw. hier im Schnee in der Nässe liegen habt. Und ich suche jetzt erstmal die Gewürze, die hier irgendwo drin sein sollten, dass wir uns hier unser Süppchen noch schön würzen können. Und dann ist das hoffentlich bald gut. Und dann können wir hier im immer dunkler werdenden Winterwald bei minus 7, 8 Grad, ich gucke gleich mal aufs Thermometer, wie viel wir genau haben, können wir dann endlich unser Süppchen genießen. Ich weiß nicht, inwiefern das hier auf der Kamera rüberkommt. Wir haben ein richtig, richtig schönes, tiefrotes Abendrot da hinten im Hintergrund. Richtig, richtig schön heute. Hat man auch nicht alle Tage. Vor allem heute der Tag auch richtig schön gewesen. Strahlend blauer Himmel. Aber dafür halt richtig schön, schön kalt. So wie eigentlich ein optimaler Wintertag aussehen sollte. Nicht so eine eklige, so nass, kaltes Wetter mit Schnee, Matsch oder so. Also ich persönlich mag das einfach sehr, sehr gerne, wenn es richtig kalt ist, dafür aber halt trocken. Ja, da kann man auch sowas machen, aber wenn es halt so nass ist, gut, da kann man natürlich auch sowas machen, aber ist halt dann einfach nicht schön. Oder? Sehe ich genauso. Das ist ekelhafte, nass, kalte, mag ich nicht. Braucht kein Mensch. Nein. Lieber unter Null und trocken, wie knapp über Null und nass. Oder? Richtig. Pizzasuppe ist jetzt gerade fertig geworden. Buschbox ist parallel dazu ausgegangen.
Und wir haben mit Erschrecken feststellen müssen, wir haben ein sehr wichtiges Utensil vergessen. Wir haben keine Suppenkelle dabei. Katastrophe. Absolute Katastrophe. Aber nichtsdestotrotz, wollen wir einfach da reinkippen? Ja. Ja, kippen wir einfach rein. Ne? So, der Topf ist leer. Die Töpfe sind heiß. Ja, genau. Zwei Portionen. Dampfende, lecker riechende Pizzasuppe. Oh ja, selbe Brot, mein Freund. Ach, sehr gut. Ich verlinke euch das Rezept unten in der Videobeschreibung, falls ihr Bock habt, das mal nachzukochen. Also ich kann es euch echt nur empfehlen. Das Ganze könnt ihr auch in einer vegetarischen Variante machen, indem ihr einfach das normale gemischte Hackfleisch einfach durch vegetarisches Hack ersetzt. Vom Geschmack her nimmt das nicht viel. Also ich kann es euch empfehlen, Rezept gibt es unten in der Videobeschreibung. Und wir lassen uns jetzt erstmal hier unser Sipplein schmecken. Ja. Und dann machen wir uns als nächstes Gedanken darüber, wie wir hier aus dem Wald wieder rauskommen, oder? Ab durch die Mitte. Mahlzeit. Guten. Ja, wir sind jetzt gerade am Abbauen. Wir haben uns jetzt noch den Tee schmecken lassen. Und jetzt packen wir alles zusammen. Und dann geht's hier durch die Dunkelheit irgendwie wieder auf den Hauptweg. Mal gucken, ob wir den finden. Wir müssen schon noch einige Meter hier durch den tiefen Schnee. Wir haben jetzt -7 Grad, jetzt wahrscheinlich sogar schon -8. Also wird auf jeden Fall sportlich werden. Wir können uns hier auf zwei Wegen durch den Wald schlagen. Und wir haben uns jetzt quasi für den rechten entschieden. Ja, ja, schauen wir mal, wie es da aussieht. Also los geht's. Also Wege, es ist hier halt wirklich komplette Fehlanzeige. Kann man sich nur so ein bisschen auf den Wildpfaden bewegen, beziehungsweise hier, wo wir eben lang getrampelt sind. Und da vorne geht es jetzt irgendwann gleich, hoppala, ins Unterholz. Ist natürlich auch nicht so die allerbeste Idee, durchs Unterholz zu laufen um diese Uhrzeit. Also wenn wir Pech haben, landen wir wahrscheinlich mitten in einer ruhenden Wildschweinrotte. Aber naja, wir hoffen das Beste. Ah, wie ihr seht, wird es jetzt schon wirklich verdammt unwegsam hier. Aber es bleibt uns nichts anderes übrig, um hier wieder wegzukommen. Müssen wir hier durch, geht nicht anders. Ah, hier hat auch irgendwelches. Oder? Sieht mir fast aus wie. Aber hier sind wir auf jeden Fall nicht lang gekommen, oder? Nein. Nee. Das sieht mir schon eher nach menschlichen Spuren aus hier. Könnte sein, dass ich hier mal langgestiefelt bin. Ah, okay. Dann will ich nichts gesagt haben. Ja, hier die ganzen Spuren, hier das ganze Aufgewühlte. Wird wahrscheinlich alles von Wildschweinen oder irgendwas sein. Keine Ahnung. Noch haben wir den Weg nicht gefunden. Das sieht gut aus hier. Hier ist der Weg. Ja. Ey, wir haben es geschafft. Alles gut. Ja, der kommt gerade Loch. Okay. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir weiter Richtung Auto. Ja. Und gucken mal, ob wir da, ja richtig, mal da ankommen. Ist noch ein bisschen. Also, ihr hört gleich von uns. Hoffentlich. Wir werden sehen.
Hey, wir haben es zum Auto zurückgeschafft. Ja, wir haben uns jetzt noch ein bisschen hier durch den Schnee gekämpft, durch die nächtlichen Wälder. Aber hat Bock gemacht auf jeden Fall, oder was meinst du? Schon, ja. Ja, ja, war eine coole Sache auf jeden Fall. Und wir bedanken uns ganz herzlich bei euch, dass ihr dabei wart, dass ihr uns hier in den Schnee begleitet habt, mit uns geköchelt habt. Und falls ihr Bock habt auf weitere Abenteuer, ja, dann schaut gerne mal hier in die Playlists rein. Und ansonsten nochmal herzlichen Dank, dass ihr dabei wart. Und ich würde sagen, wir sehen uns in einem der nächsten Videos. Und bis dahin, macht's gut. Ciao.